Matthäus Kapitel 19, Vers 19. Da kommt ein Mann zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus beginnt einfach ein paar Gebote aufzuzählen. Ja, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann kürzt er das einfach ab und sagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich meine, alle Gebote zusammengefasst in eines ist genau das. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Haben wir letzte Woche schon ein bisschen besprochen, wenn ihr euch daran erinnert. Wir haben über gesegneten oder über segensreichen Eigennutz geredet. Das gibt es tatsächlich. Das ist ein hochinteressantes Phänomen. Haben wir letzte Woche besprochen, machen wir heute nicht mehr. Aber wir haben mal angeschaut, in dem Satz heißt es ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt lasst uns nochmal aufschlagen zum Epheserbrief Kapitel 5. Du musst also erstmal dich selber lieben, damit du deinen Nächsten lieben kannst. Und Vers 29. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Also Mann, das sollst du mit deiner Frau machen und das macht Jesus mit der Gemeinde. Er nährt und pflegt es, weil die Gemeinde ist sein Fleisch. Wenn er das Haupt ist und wie die Glieder, dann sind wir quasi sein Fleisch, wenn man so will. Und dann macht er was? Er nährt uns und pflegt uns, wie auch der Christus die Gemeinde. Also für diejenigen, die es nicht die Verbindung nicht gleich hergestellt haben, stellt es hier extra noch einmal. Der Christus nährt und pflegt die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind Glieder seines Leibes. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt deswegen, deine Rolle im Leib Christi. Okay, gut. Wenn wir also ein Leib sind, gibt es am Leib ein überflüssiges Teil? Gibt es ein fünftes Rad am Wagen Christi? Ja, du sagst jetzt vielleicht Blinddarm. Aber ich garantiere dir, irgendwann in 100 Jahren kommt jemand an und sagt, der Blinddarm ist für dies, das oder jenes unbedingt entscheidend. Versteht ihr? Es gibt keine überflüssigen Teile am Leib Christi. Das bedeutet, wenn du Christ bist, dann bist du kein überflüssiges Teil am Leib Christi, sondern du musst was tun. Du hast eine Funktion im Leib. Meine Botschaft könnte man auch nennen, tu was! Ausrufezeichen. Was, Pastor? Gut, dass du gefragt hast. Da kommen wir jetzt noch ein wenig drauf. Schaut, Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, in Abvers 2, also er sagt zunächst mal in Vers 1, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, der Vater ist der Weingärtner. Und in Vers 2 sagt er dann schon, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, in anderen Worten, die nichts tut, die nimmt er weg. Die hat plötzlich keine Lust mehr, in eine Gemeinde zu gehen, rutscht wieder zurück in die Weltlichkeit. Das ist nicht schön. Die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. In anderen Worten, wenn der Herr sieht, dass du dich bemühst, dann gibt er dir einen extra Segen. Und dann freust du dich, weil du Gebetserhörungen gehabt hast. Und diese Gebetserhörungen stärken deinen Glauben und dann betest du noch kühner und zum Schluss hast du mehr, bist du nützlicher im Leib Christi als viele andere. Das ist doch wunderbar. Danke für das Donnern der Amen. Und hier, Paulus sagt sogar in 1. Korinther Kapitel 9, sagt er in Vers 16, ein Zwang liegt auf mir, denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Er hatte die Aufgabe und die musste er tun und das hat er gemacht und wir sind deswegen heute noch gesegnet. Ja, preis dem Herrn. So, du musst also etwas tun. Deine Rolle im Leib Christi bedeutet, tu was. Du sagst, Pastor, was ist das Mindeste, was ich tun muss? Was ist das Mindeste, damit Gott einverstanden ist mit mir? Total im Minimum. Es ist eigentlich nicht schwierig. Das Mindeste sehe ich, ich empfinde, dass der Herr es so zu mir gesagt hat, ja, das Mindeste ist, was im Römer, im Apostelgeschichte Kapitel 10 ist. Da treffen wir einen Mann Gottes, einen Gläubigen, Proselyten, jemand, der den jüdischen Gott angenommen hat, einen Mann namens Cornelius. Und dieser Cornelius, der hat eine Erscheinung, ein Engel Gottes kommt zu ihm, als er gerade im Gebet ist, nehme ich jetzt mal an, er kommt dazu zur Tür rein und sagt, Cornelius. Und im Cornelius stehen die Haare zu Berge. Er sagt, Cornelius, deine Gebete, nicht dein Gebet, der hat nicht nur einmal gebetet, sondern deine Gebete. Der hat offensichtlich einen Lebensstil des Gebets gepflegt. Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen ins Gedächtnis vor Gott. Was hat Gott dazu bewegt, den Mann,
also Himmel und Erde für den Mann in Bewegung zu setzen, einen Engel zu ihm zu schicken? Zwei Dinge sehen wir ganz klar. Zwei Dinge, mit denen der Engel auch nicht hinter dem Berg hält. Er sagt, zwei Dinge haben Gott gefallen. Und der Mann war noch nicht einmal ein Christ, sondern er war einfach nur jemand, der Gott nachfolgen wollte. Der hat zwei Dinge getan. Der hat zu Gott gebetet, und zwar regelmäßig. Und jetzt können wir uns gleich fragen, was hat er denn gebetet? Als Römer. Ich meine, der konnte ja, versteht er nicht, sein Neues Testament rausholen. Der konnte ja auch nicht die Schriftrollen da einfach aus der Synagoge nehmen und daheim lesen oder so. Was hat er gemacht? Er hat die Gebete, die er in der Synagoge gehört hat, hat er sich entweder gemerkt oder er hat sie aufgeschrieben. Er hat sich am Gebetsbuch der Juden bedient und das ist der Psalter. Er hat die Psalmen gebetet. In den Psalmen steht was drin für jede Lebenslage. Und ich kann mir vorstellen, dass er in seinen Gebetszeiten stand und gebetet hat. Psalm 23, Herr, ich danke dir, dass du mein Hütte bist. Ja, du lagerst mich auf grünen Auen und so weiter, führst mich zum frischen Wasser und diese Dinge. Dass er diese Dinge auf sich bezogen hat, dass er so gebetet hat, dass er das Wort Gottes gebetet hat. Dass er mit dem Wort zu Gott gekommen ist. Dass er die Verheißungen Gottes vor den Herrn gebracht hat. So haben die Juden gebetet seiner Zeit und so hat auch Cornelius, bin ich mir sicher, gebetet. Er hat also richtig gebetet. Wisst ihr, was er wohl nicht gemacht hat? Er hat keine Gebete abgeleiert. Vielleicht noch dazu in Hebräisch oder so, was er gar nicht verstanden hat. Sondern er hat in seiner Sprache ernsthaft mit seinem Herzen Gebete vor Gott gebracht. Vielleicht hat er sich auch an die drei Gebetszeiten der Juden gehalten. Das kann durchaus sein. Warum auch nicht? Ist ja gut. Gebetszeiten sind ja nichts Schlechtes, feste Gebetszeiten, wenn du sie mal hast. Ja, Frühmittag und Abend wegen mir. Die machen dich allein nicht wohlgefällig, nur weil du fünfmal oder viermal oder dreimal oder sonst oft, wie oft, wie Daniel am Abend, ja, und Mittag und in der Früh betest, macht dich nicht allein angenehm vor Gott, sondern du musst auch meinen, was du sagst. Nicht nur ein Ritual abspulen, sondern beten. Das ist ein Unterschied. Und zweitens, er hat Almosen gegeben. Es ist eine super Sache. Er hat bestimmt die Synagoge unterstützt, in der er war, aber damals gab es kein Sozialsystem, wie wir das kennen, obwohl die Juden da ziemlich fortschrittlich waren, die hatten durchaus solche Hilfswerke. Die hat er auch noch mitfinanziert, er hat Almosen gegeben. Finde ich gut. So, ich komme nachher nochmal drauf, wenn wir jetzt gleich Römer Kapitel 12 anschauen. Diese beiden Dinge sind also meines Erachtens die Grundlage. Das ist das, was für mich herausleuchtet aus dem Wort Gottes. Diese Dinge haben Gott gefallen. Die Dinge haben Gott dazu bewegt, dem Cornelius einen Engel zu schicken. Zwei simple Dinge. Kannst du auch tun, kann ich auch tun. Gebete und Almosen. Gebete und Bedürftigen etwas geben. Wir sind also Glieder seines Leibes und wir müssen uns einspannen lassen. Das Mindeste, was wir tun können, ist beten und geben. Aber jetzt lasst uns mal rübergehen zum Römerbrief Kapitel 12. Deine Rolle im Leib Christi. Und ich lese einfach mal ab Vers 12, ab Kapitel 12, Vers 1 und kommentiere ein wenig. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, vor Gott wohlgefälliges Opfer. Du sollst also nicht leben wie die Welt damals. Wisst ihr, die Welt damals, die war extrem, also die jüdische nicht so sehr wie die griechische, zu denen Paulus hier schreibt, auch die Römer, die waren extrem dekadent. Okay, da gab es riesige Hurenhäuser all überall. Man möchte sich fast denken, ja, Rom war Köln oder so ähnlich. Da ging es teilweise zu wie im alten Rom halt. Und du sollst dir nicht mitmachen, sondern du sollst deinen Körper als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darstellen. Das soll dein vernünftiger Gottesdienst sein. Okay, ich muss weitermachen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Und das Wort hier für verwandeln ist das Wort für Transformation. Eine Raupe wird zu einem Schmetterling. Ja? Ein Stinker wird zu einem Mann Gottes. Eine Stinkerin zur Frau Gottes, preis den Herrn. Ja? Wie gibt es das? Naja, durch Transformation, durch Verwandlung. Da heißt es jetzt, werdet verwandelt. Also du musst einen Teil dazu tun. Ja, was? Durch die Erneuerung des Sinnes. Das bedeutet, durch Umdenken, durch Lernen in neuen Bahnen zu denken. Nicht mehr wie die Welt zu denken, sondern wie Gott zu denken.
oder wie ein Jünger zu denken, dass wir prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, jedem unter euch nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Paulus greift jetzt Gemeindesituationen auf. Jemand, der eine Gabe hat zum Beispiel oder ein Auge auch für Putzdienste hat zum Beispiel, ja? Der sieht vielleicht wie ein, der hat gerade fertig gestaubsaugt und der sieht oder geputzt, der sieht wie ein Nichtchrist wegen mir, jetzt im Herbst, die mit seinen dreckigen Stiefeln reinlatscht. Und er sagt, ist der blind oder was? Man kann doch mit diesen Stiefeln nicht über die sauberen Teile hier gehen. Der macht ja alles dreckig. Der sollte so sauber denken wie ich. Dann hast du dich ein wenig über den, erhoben. Oder du hast eine Aufgabe, die du hast, erkannt, wahrgenommen, du lebst in ihr. Aber jetzt musst du wissen, dass du nur ein Teil vom Leib bist und nicht der einzige Teil. Ich kenne Leute jetzt nicht hier, Hausmeister angestellt in einer Gemeinde, die sind so auf Sauberkeit und so weiter bedacht, die denken, die Gemeinde muss immer sauber sein und die sehen Leute, die Besucher, die sehen die als Störenfriede, als solche, die hier alles wieder in Unordnung bringen. Für die ist die oberste Priorität, alles sauber zu haben und alles ordentlich. Aber wisst ihr was? Es ist gar nicht die oberste Priorität, sondern es ist nur ein Teil. Was ich sagen will, ist, du neigst vielleicht ein wenig dazu, deinen Dienstbereich, in den du mitarbeiten tust, absolut zu setzen und ein wenig überzubewerten vielleicht. Ist ja nicht schlimm, aber lass es nicht dazu kommen, dass du innerlich dann Leute, die nicht so clever sind wie du oder das nicht so sehen wie du, innerlich herabsetzen tust. Ja? Oder dass du, wenn du Christ bist und schon länger Christ bist und nicht mehr rauchst, nicht mehr säufst, deine Frau nicht mehr haust, ja? Dass du dann auf den runter blickst, der da neu sitzt, vielleicht hoch, also auch high ist, mit Heroin und vom Stuhl fällt, hat man alles schon, ja? Dann sagst du, Mann, was für ein Loser, ja? Nee, denk dran, dass der Unterschied ist, Gott, du könntest da sitzen, ja? Wenn es nicht der Herr gewesen wäre, der dich gerettet hätte. Okay, lass mich jetzt mal weitermachen hier. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Als solche müssen wir uns ertragen. Okay. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, also sogar ein Reinlichkeitsbewusstsein, ja, um im Beispiel zu bleiben, ist vom Herrn, so lasst sie uns gebrauchen. Und jetzt wirft Paulus einfach eine Handvoll Tätigkeiten des Leibes Christi raus. Und beim besten Willen nicht abschließend. Die Liste, die er jetzt gleich bringt. Wisst ihr, warum nicht abschließend? Weil es so viele unterschiedliche Begabungen gibt, wie es Christen gibt. Wie es Teile am Leib gibt. Aber ich habe mir gedacht, was da steht, das schauen wir uns jetzt noch an. Zunächst einmal also heißt es hier, lasst uns nach der uns gegebenen Gnade dienen, lasst uns diese Gnade gebrauchen. Es sei Weissagung dem Glauben entsprechend. Okay, was ist Weissagung? Ist es wirklich die Zukunft vorherzusagen? Nein, wir wissen aus 1. Korinther Kapitel 14, in den ersten Versen gleich, da heißt es, Weissagung ist Reden zur Auferbauung, Ermahnung und Tröstung. Wenn alle Christen sich das zu Herzen nehmen würden und sich selber sagen würden, als wenn sie am Morgen aufstehen, ich bin heute eine Auferbauung für jemanden, ich bin eine Ermahnung, ich bin eine Tröstung für jemanden. Dann wäre die Welt schon mal positiv grundgestimmt. Stimmt das? Wenn du sagst, okay, ich will heute auferbauen, ermahnen, trösten, dann kannst du nicht nörgeln, andere niedermachen, besser sein als andere. Kannst du nicht. Weil du dann ein Diener bist, du bist dann ein Teil vom Leib. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Und schon haben wir dieses Wort, wie heißt es hier, es sei Weissagung, ja, in der Entsprechung zum Glauben, runtergebrochen auf was Praktikables. Können wir tun. Wir können uns eine positive Grundstimmung anziehen,
können beschließen, ich will heute ein Segen sein, ich will heute eine Auferbauung, eine Ermahnung, eine Tröstung für jemanden sein. Und es soll man dann dem Glauben entsprechend sein. Schaut, Paulus wusste nämlich, dass der Mensch dazu neigt, Probleme einfach zu ignorieren, vor allem wenn sie Probleme von anderen sind. Ermahnung ist jetzt nicht immer unser Ding, ja? Wenn jemand leidet aufgrund einer Sünde, dann sagen wir, ach, der Herr ist gut, wird schon werden, ich bete für dich. Herr, segne den. Und dann gehst du weiter. Schau, wenn jemand in einer Sünde lebt, dann kann der Herr den nicht segnen, dann würde er ihn nicht segnen, dann brauchst du auch nicht für ihn beten. Was du dann für ihn beten musst, ist, oh Herr, gib ihm Sündenerkenntnis, Herr, zerbrich ihn innerlich. So musst du dann beten. Aber die meisten machen das nicht. Ja, stell dir vor, jemand raucht intensiv Haschisch, ja, hat schon ganz angegriffene Bronchien, rasselt schon, ja, kommt zu dir und sagt, Pastor, bet für mich, oder zu dir, Christ, bet für mich, für meine Lunge, damit ich geheilt werde. Und viele sagen dann, also gut, und beten für die Person. Kannst du dir sparen, da wird sie nichts tun, bevor der nicht Buße tut über die Ursache. Ja, wenn er dann aufgehört hat damit, dann kannst du für den beten. Vorher musst du zu ihm sagen, oder für ihn beten und musst sagen, Herr, zeig ihm, dass er mit diesem Mist aufhören soll, Herr, gib ihm Gnade zur Umkehr, gib ihm Buße, Herr. So musst du dann beten, aber das machen die wenigsten. Paulus sagt, Ermahnung und diese Dinge, Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, in anderen Worten, so wie der Herr das auch machen würde. Und der Herr, der hat sich schon mal hingestellt und hat Leuten heimgeleuchtet. Gebe jetzt kein Beispiel, weil sonst wäre ich heute nicht mehr fertig. Okay, haben wir also das erste Mal angeschaut. Wir sollen eine positive Grundstimmung herstellen mit den Leuten, mit denen wir zusammen sind. Nehme ich mir vor, vor allem wenn ich mit Nichtchristen zusammen bin, dann sage ich, hey, ich werde hier nicht meine Probleme breittreten. Ja, ich werde hier nicht mich in den Mittelpunkt stellen, sondern ich werde aufbauen, ich werde ermahnen, ich werde trösten, ich werde, sofern sich das ergibt, mit den Leuten über Jesus reden. Ich werde es aber nicht erzwingen, denn ich kann die Leute ja auch nicht bekehren, sondern das muss der Herr machen. Ich kann ihnen nur irgendwie das Wort mitteilen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, zwanglos. Na, gut, das ist also Weissagung. Dann geht's weiter. Es sei Dienst im Dienen. Oh Leute, das Wort im Griechischen ist Diakonia. Und es ist wirklich Dienst. Das bedeutet wirklich Mitarbeit. Jede Gemeinde braucht Mitarbeiter, braucht Begrüßer, braucht Leute, die Kaffee kochen morgens, ja, braucht Leute, die Stühle hinstellen, die sauber machen, braucht diese Dinge. Wir haben übrigens, meine Frau hat eine Liste mir gegeben, weil wir heute Geschenke austeilen. Ja. Also wir haben ein paar Geschenke. Meine Frau lässt sich entschuldigen, sie ist heute unpässlich, sie ist deswegen nicht da, nichts irgendwie Größeres. Aber die ganzen Geschenke für die Mitarbeiter, die stehen da und es sind 90 Geschenke, die da rumstehen. In anderen Worten, wir haben 90 Mitarbeiter. Leute, das ist gut. Ja. Denn wenn ich oder meine Frau das alles selber machen müssten, wir würden wie die Hamster im Rad rotieren, dann wäre das alles wesentlich unanspruchsvoller, ja, wesentlich schäbiger alles wahrscheinlich, wesentlich nicht so gut. Nee, wenn du einen Dienst wahrnimmst, dann mach das. Sei da zuverlässig, sei da treu, wisse, dass der Herr das sieht und dich entsprechend belohnen wird. So, du kannst eine positive Grundstimmung herstellen und dann kannst du irgendwo ein Rädlein sein im Getriebe. Du kannst irgendwo mitmachen. Ja, als jemand im Putzdienst, als jemand im Musikdienst, sofern du singen kannst und diese Dinge, ja, und so weiter. Sei es, der lehrt in der Lehre. Es ist offensichtlich, dass wir nicht allzu viele Lehrer haben können, weil jeder die Sache ein wenig anders sieht, auch wenn man aus demselben Lager kommt. So, und in der Gemeinde ist es so, dass die offizielle Meinung, ja, die Meinung des Pastors ist. Natürlich hast du das Recht auf deine eigene Meinung, du kannst denken, was du willst, ja. Logo, du bist für den Herrn verantwortlich, nicht unbedingt für den Pastor, aber die offizielle Glaubensaussagen, die offiziellen Glaubensaussagen, ne, die offizielle Meinung ist die vom Pastor. Punkt. Gut, und das nächste ist, wenn der Herr also Lehrer und Prediger in die Gemeinde hineinsetzt, dann hat es den Grund, dass die dir innerhalb kürzerer Zeit schneller Dinge mitteilen können oder dir Dinge beibringen können, als du das selber könntest daheim. Die sind eine Zeitersparnis für dich.
Genauso wie du ja auch, wenn du ein Stück Brot haben möchtest, nicht aufs Feld hinausgehen musst, säen musst, warten musst, bis gewachsen ist, ernten musst, dreschen musst, mahlen musst, ja, backen musst und dann endlich essen kannst. Wenn du das jeden Tag machen müsstest, würdest du nicht überleben. So, wir brauchen da Arbeitsteilung. Ja, und der Leib Christi, der lebt auch von seiner Arbeitsteilung. Die Gemeinde lebt von der Arbeitsteilung. Und wenn ein Lehrer also eingesetzt ist vom Herrn, dann sagt dir der Dinge aus dem Wort Gottes, vermittelt Informationen schneller, als du die dir selber aneignen könntest. Finde ich gut. Na, denn Information ist was Wunderbares. Und wisst ihr, ich lese Bücher von Leuten, die schon längst beim Herrn sind. Die schon längst gestorben sind. Die sprechen immer noch durch ihre Bücher. Der Geist des Glaubens, der spricht da immer noch raus. Finde ich super. Na? Aber wenn du mal 4 Stunden oder 6 Stunden am Tag liest und extirpierst und so weiter, dann weißt du auch, dass das Arbeit ist. Und von den Dingen, die du dann erarbeitet hast, kannst du nur einen Bruchteil ja, mitteilen. Und dann musst du immer noch hoffen, dass es auch das Richtige ist, beziehungsweise dass die Leute das empfangen. Aber ich habe auch was gemerkt. Wenn du einen von Gott gesetzten Prediger hast, Lehrer hier, dann kann der über ein Thema reden und der Herr spricht zu dem und beantwortet dir ein anderes Thema, wenn du in deinem Herzen offen bist. Ich empfehle dir deswegen auch, in eine Gemeinde zu gehen, in der du vom Prediger empfangen kannst. Wenn du immer rausgehst und den ständig verreisen tust, kommst jetzt im Auto schon, machst du den nieder, also deiner Frau gegenüber, dann sparst dir. Du bist dann kein Segen, du kannst dann nicht empfangen von der Person. Such dir jemanden, von dem du empfangen kannst. Nicht alle können von jedem empfangen. Deswegen gibt es ja auch nicht nur einen Pastor oder Prediger, sondern viele. Und vielleicht noch ein Wort. Ich habe da jahrelang mit mir gerungen, muss ich ehrlich zugeben. Was machen wir mit Leuten, die in ihrer Gegend keine Gemeinde haben, keine lebendige? Es gibt überall Gruppenzirkel und Kreisen und Gemeinden in Deutschland. Aber ich kriege Zuschriften aus Friesland, aus den großen Städten Deutschlands. Manchmal kriege ich seitenweise E-Mails, in denen Leute mir ihre Probleme schildern, die ich überhaupt nicht kenne. Also die Leute, ja, die kommen nicht zu uns in die Gemeinde. Und ich habe mir oft gedacht, die sollten in eine eigene Gemeinde gehen, wo sie persönlich vor Ort betreut werden. Aber ich habe was festgestellt, es ist wirklich so. Es ist manchmal besser, wenn Leute in bestimmte Gemeinden nicht gehen. Es gibt Gemeinden, die haben einen sektiererischen Einschlag. Ja, es gibt Gemeinden, die sind... Denkst du dir, boah. So, mittlerweile bin ich ein bisschen weg davon gekommen, zu sagen, Leute, geht in eine Gemeinde, die innerhalb von, was weiß ich, 20, 30, 40 Kilometern von euch ist. Wenn es wirklich nichts anderes gibt, dann ist es okay. Wenn du dich einem Pastor anvertraust, von dem du empfangen kannst, auch wenn der im Internet auftaucht. Sofern der seriös ist. Hört ihr mich? Amen. Okay, gut, ich muss jetzt hier weitermachen. Dienst im Dienen, lehrt in der Lehre. Es sei dir ermahnt in der Ermahnung. Jetzt, Leute, wir brauchen keine Ermahner. Ja, die ständig mit erhobenem Zeigefinger rumlaufen. Sag mal jemand Amen. Ich habe mir deswegen gedacht, Paulus, du kannst es doch nicht ernst gemeint haben. Wir brauchen doch keine, so jetzt aber falsch, Typen, ja? Brauchen wir doch nicht. Was steht da im Griechischen? Und wisst ihr, was ich gefunden habe? Da steht das griechische Wort bei Ermahnung oder Ermahner, Parakaleo, Parakletes, Paraklesis. Das heißt Rechtsbeistand, das heißt Tröster, das heißt Helfer. Da Jesus hat gesagt, ich schicke den Heiligen Geist, der ist euer Parakletes, der ist euer Helfer. Der ist euer Beistand. So dieses Wort Ermahnung ist also in Klammern zu setzen, in Anführungszeichen. Du kannst auch sagen, es sei der ermutigt in Ermutigung, es sei der beisteht im Beistand. Wisst ihr, von was hier die Rede ist? Oder Trost, ja? Wisst ihr, von was hier die Rede ist? Hier ist die Rede von Seelsorge. Hier ist die Rede von persönlicher Zuwendung. Und wisst ihr, die Gemeinde hat nur einen Pastor, aber viele Mitglieder. Es kann nicht sein, dass der Pastor 120, 150 Leute oder so am Telefon hat jede Woche. Völlig unnötig. Wisst ihr warum? Weil es noch mehr Teile im Leib Christi gibt. Leute in deiner Gruppe, in deinem Kreis, ja, die können miteinander reden und auf die Art und Weise können die einander ermahnen, ermutigen, trösten, füreinander da sein, Wärme absondern, füreinander. Seid ihr noch da? Es ist wichtig. Und das kann der Pastor nicht unbedingt immer machen. Vielleicht, ja, wenn du es gerade brauchst, hat er aus irgendeinem Grund keine Zeit.
weil er vielleicht selber irgendwie was zu tun hat, ja, selber ein Problem oder sonst was hat, da musst du dann wegschauen vor der Person vorne und musst dich auf deinen Kreis verlassen. Denn Christus wird dir dienen, der Leib Christi wird dir dienen. Das muss nicht immer einer sein, sondern das können viele sein. Deine Clique, dein Kreis, sagen wir mal Amen. So, wenn also hier von Seelsorge die Rede ist, und wie gesagt, für Ermahnung habe ich hier Seelsorge eingesetzt, habt ihr das gemerkt? Der Seelsorge betreibt, unterstützt, spricht und so weiter, der möge das tun, ja. Wir sind der Leib, wir geben einander Nestwärme. Und wenn wirklich irgendwie was ist, dann musst du zum Pastor kommen und dann kommt er zu dir. So ist es viel leichter, als zu sagen, Mensch, jetzt bin ich schon seit 5 Tagen krank und der Pastor ist noch nicht vorbeigekommen, um mich zu besuchen. Ja, du, der arme Kerl, der weiß es vielleicht überhaupt nicht. Ja, der kann ja auch nicht Gedanken lesen oder so. Ja, aber der Herr könnte es ihm doch zeigen. Da muss den Herrn schimpfen. Machen wir weiter hier. Der mitteilt in Einfalt. Mitteilen ist nicht reden, okay? Sondern mitteilen ist hier geben. Miteinander teilen. Ich habe was, du hast nichts, ich gebe dir was. Das ist hier gemeint. Der mitteilt in Einfalt. Also der gibt, wenn er was gibt, in Einfalt gibt. Das heißt in Schlichtheit des Herzens. Dann wisst ihr, bei Geld werden manche Leute anders. Und viele, also praktisch alle bei uns in der Gemeinde, die sind treue Geber, die ohne Aufhebens geben. Aber es gibt Leute, die kommen, nachdem das Opfer eingesammelt ist, ja. Wie gesagt, das habe ich in meiner Laufbahn als Pastor vielleicht 2-mal erlebt, aber deswegen weiß ich, dass es das gibt. Ja. Die kommen dann ganz zum Schluss noch mit ihrem Umschlag, nicht weil sie es wirklich vergessen hätten, was es ja gibt. Na, erst letzte Woche hat jemand gemeint, ja, da mein Opfer, ich bin nicht dazugekommen, habe ich dann genommen, ich habe das verstanden. Aber die kommen dann und wedeln noch ein bisschen mit ihrem Opfer und wollen, dass du als Empfänger, ja, dich vor denen niederwirfst und sagst, vielen Dank, ja, Massa Buona, vielen Dank für deine große Gebefreudigkeit. Ja, und dann sind sie gerade, was weiß ich, mickrige 20 Euro oder so. Während andere das 10-fache gerade ohne Aufhebens ins Opfer gegeben haben oder das 20-fache. Gibt es nämlich auch. Oder Leute, die dann in dein Büro kommen und sagen, ja Pastor, ich hätte noch was hier. Ja, da siehst du schon die Opfertüte, dann denkst du dir, oh, alles klar. Ja. Und dann hier und dann langst du hin und dann zieh dir zurück, dass du ins Leere greifst. Wieder hin, wieder hin. Es ist nicht geben mit Schlichtheit des Herzens. Es ist geben, um Show zu machen. Das ist geben, um nicht loszulassen, sondern das hat diese Gabe, die hat da noch so Schnüre, versteht ihr? Da ziehen die Leute dann immer wieder mal dran. Na, Pastor, hast du mein Geld auch gut ausgegeben oder was auch immer, dass auch jeder merkt, ja, du hast was gegeben, es ist top. Wir haben mit deinen 50 Euro das Missionsfeld aufgerollt. Also nichts gegen 50 Euro, wenn es deine Hutgröße ist. Ja? Ich verstehe mich jetzt nicht falsch. Aber manche machen einen Zinnober, ja, ein Trara, das einem ganz anders wird. Nun gut. Es gibt aber auch andere Situationen. Ein oder zwei Jahre. Meine Frau und ich, wir fahren also von der Gemeinde weg, wir fahren zur Kreuzung, wir fahren weiter und plötzlich fährt jemand hinter uns auf, blinkt mit der Lichthupe und ich denke mir, oh oh, ein Raudi. Wir fahren ganz gediegen weiter, versteht ihr, zur nächsten Kreuzung und bleiben dann stehen, weil du kannst nicht einfach fahren. Das nächste ist, dieses Auto fährt hinter uns her, stoppt hinter uns, pum, Tür fliegt aus, Person rennt raus, ich sehe, das ist eine Frau. Ich denke mir, oh oh oh, was will der, die steht neben meiner Fahrerscheibe, pum pum pum, klopft drauf, ja. Und ich lasse so einen Spalt runter und ich denke, was sage ich dir jetzt, ja? Ich wollte sagen, ich bin schon verheiratet. Aber ich habe es nicht gemacht. Stattdessen hat die Frau, die ich nicht gekannt habe, die kam zu mir und hat gemeint, Pastor, du hast kein Opfer eingesammelt in der Veranstaltung. Hier ist noch mein Opfer da. Und dann hat sie 50 Euro reingeworfen, ja? Ich habe mir gedacht, sowas gibt es also auch. Ich habe die nicht gekannt, ja, habe sie nicht mehr gesehen, aber die hat mich verfolgt. Überleg doch das mal. Ja, Pastor wird verfolgt, ja, von einer giebefreudigen Person, dass wir ihr Opfer entgegennehmen. Das ist mal interessant. Das bilde ich mir ein, das ist Mitteilen in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Vorstehen mit Fleiß.
im Kolosserbrief Kapitel 4, Vers 17 heißt es, sagt Archippus, das ist offensichtlich der Pastor von Laodicea gewesen, sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Wisst ihr, es gibt nämlich einen Schlag Pastoren, die lesen nicht gern Bibel, die beten auch nicht besonders gern, aber was sie gern machen, ist mit Leuten reden. Die können reden, ja, die, wenn ihr Bibel da haben, nach 5 Minuten gehen ihnen die Augen über und wenn das Telefon klingelt, sind sie erlöst. Na, dann babbeln sie mit dem eine halbe Stunde und mit dem und es ist alles prima und es ist alles super, aber sie kommen nicht wirklich weiter. Na, sie haben vielleicht ein Projekt, das sie anleiern sollen, aber es wird nichts, weil sie halt nicht dazukommen. Also wenn sie vorstehen, dann mit Fleiß. Oder man muss auch, hört mal, wenn man vorsteht, säumige Mitarbeiter hin und wieder ermahnen, soll es geben. Das will man auch nicht machen. Und Paulus sagt, hey, du sollst vorstehen mit Fleiß. In anderen Worten, das musst du auch machen. Und der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Was ist Barmherzigkeit hier? Das ist hilfstätige Nächstenliebe, die sollst du mit Freude machen. Na, ich denke an Lukas Kapitel 10, Abvers 25, an den barmherzigen Samariter, der hier diesen Mann liegen hat sehen, der verprügelt und ausgeraubt worden war. Was hat er gemacht? Der hat sich nicht gedacht, oh, schon wieder ein Bedürftiger, sondern der hatte, bilde ich mir jetzt ein bisschen Freude gehabt, oh, ich kann jemandem helfen, kann jemandem den Herrn zeigen, sozusagen durch meine Taten, hat den Mann genommen, hat ihn auf seinen Esel gesetzt, hat Zeit und Geld für mittellose Leute, die ihm nichts zurückhaben geben können, aufgewendet. Und das sollst du mit Freudigkeit tun. Jetzt haben wir ein wenig angeschaut, was der Leib Christi alles tun kann. Gar nicht so schlecht, wir haben 6 Dinge angeschaut. Und jetzt muss ich hier Schluss machen mit meinem Vortrag. Was also stets vorhanden sein sollte, wenn du dich jetzt in diesen Dingen nicht wiedergefunden hast, in den 6 Dingen, die ich vorgelesen habe, dann denk an Cornelius. Ja? Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 4. Was du tun kannst und was du tun solltest, wenn du der schüchternste, scheueste, ja, ärmste und zurückhaltendste und überhaupt Christ bist, kannst du immer noch tun. 2 Dinge. Du kannst beten und kannst Almosen geben. Du kannst dorthin gehen, wo du glaubst, dass dein Geld gut untergebracht ist im Reich Gottes. Okay, weil wir alle beten können und ein Opfer geben können, wird jemand von den beiden, die Anne wird kommen, wird das Opfer einsammeln, gleich. Und dann habe ich hier noch paar Blätter ausgedruckt, das heißt, es ist immer dasselbe Blatt. Ja. Kannst du dir mitnehmen, wenn du möchtest. Da steht drüber, Gott erhört Gebet. Für diese Dinge kannst du beten. Das ist einmal ein Gebet für die Gemeinde und einmal ein Gebet für den Pastor und die Mitarbeiter. Ist nämlich wichtig, dass du für die betest, damit die dann auch unterwegs sind im Namen des Herrn und inspiriert sind von seinem Geist. Sag mal jemand Amen. Ja. Gut, als Stütze sozusagen, als Hilfe, habe ich das mal kopiert. Wer das möchte, der kann sich das hier vorne abholen nachher. Ich lege das hier neben das Podium hin. Dann kannst du dir das mitnehmen. Und bevor ich dann wieder komme und was zu den Geschenken sage, die ihr nachher, die Mitarbeiter nachher abholen können, kommt die Anne und sagt uns ein kurzes Wort zum Opfer. Amen.